Gleich gegenüber der Hagia Sophia in der Cilepatan-Straße liegt ein kleines Gebäude, das den Eingang zur Cilepatan-Zisterne bildet. Die Cilepatan-Zisterne ist auch bekannt unter dem Namen Cilepatan Salai, was so viel wie erdversunkenes Schloss bedeutet, oder Cilepatan Zrnici oder Basilika-Zisterne. Sie wurde unter Kaiser Justinian etwa zur gleichen Zeit, also Mitte des 6. Jahrhunderts, wie auch die Hagia Sophia erbaut und versorgte den Stadtbereich sowie den kaiserlichen Palast in Istanbul mit Wasser. In der byzantinischen Stadt Konstantinopel gab es etwa 60 Zisternen, die der Wasserversorgung dienten. Die Zisterne hat eine Länge von 140 Metern und ist 70 Meter breit. Die 336 Säulen, angeordnet in 12 Reihen zu je 28, haben eine Höhe von 8 Metern. Die Cilepatan-Zisterne hat ein Fassungsvermögen von 80.000 Kubikmeter Wasser, also etwa 100.000 Tonnen Wasser, und eine Größe von 9.800 Quadratmetern. In der Südwestecke der Zisterne befinden sich zwei Medusa-Köpfe unter zwei Säulen, die aus der römischen Zeit stammen. Vermutlich wurden sie von einem alten römischen Bau gebracht und hier als Sockel für die Säulen verwendet. Medusa ist eine von drei Schwestern, die man als die furchterregenden Gorgonen bezeichnet. Eine Szene aus dem zweiten James-Bond-Film Liebesgrüße aus Moskau wurde in der Cilepatan-Zisterne gefilmt, im Jahre 1963. Die Cilepatan-Zisterne wurde mehrere Male restauriert, 1723 unter Sultan Ahmed III. Und unter Sultan Abdülhamid II. 8 beschädigte Säulen wurden einbetoniert. 1985 wurde die Zisterne von 50.000 Tonnen Schlamm gesäubert, ein Gehweg hineingebaut und somit den Besuchern als Cilepatan Salai Museum eröffnet. Für unsere Doris brauchen wir noch Sneakers, also machen wir uns auf die Suche nach passenden Schuhgeschäften. Wie wir feststellen werden, ist das nicht sonderlich schwer. Ganze Gassen sind jeweils einem Handwerk zugeordnet. So findet man in einer Straße etwa nur Tischler und in einer Straße zum Beispiel eben nur Schuhgeschäfte. Schuhe, 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 nichts als Schuhe. Schuhe, 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 auch nur Schuhe. Das Schuhviertel. Nachdem wir die passenden Schuhe gefunden haben, sollen auch die Katzen nicht zu kurz kommen. Schließlich ist beim Frühstück ja doch einiges übergeblieben. Thank you.